Ja, Mom und Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute tatsächlich mal wieder mit dem Todesboten unterwegs. Ist, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen länger her, dass wir ihn hier auf YouTube gesehen haben. Dementsprechend heute sogar mit dem Randomizer-Setup. Wir haben Franklins eiserne Jungfrau, dann den Fluch Publikumskontrolle und Schattengeborener. Ich würde sagen, wir legen einfach direkt los, Leute. Viel Spaß mit dem Video. Widerliches Schlachterhaus, let's go. Ja, Brand New Part kommt halt drauf an, ne? Im Endgame kann es halt ziemlich nice sein jetzt, ja. Aber alles in allem war es natürlich trotzdem ein Nerf, so, weil du weniger Fortschritt sozusagen hast dadurch. Aber gerade hinten raus im Endgame oder so kann es dir mal gut den Arsch retten. Schattengeborener kommst du dir einfach so schnell vor als Killer. Geh mal einfach dahin. So, die kann doch niemals hier alleine gewesen sein, oder? Dahinter ist einer. Schade. Oh, nice. Macht mich wahnsinnig ehrlich. Feld ist einfach das Schlimmste. Hinten rennt jemand. Oh, hier auch. Das hier, die Änderung finde ich irgendwie immer noch wild. Geh mal hinterher, schätze ich. Was? Was ist jetzt mit meiner Maus? Vielleicht hier hinten ist einfach komplett frei. Ja, irgendwie ist das. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ich muss sagen, ich finde es eh merkwürdig, dass du bei DBD, okay, ich kann es halt irgendwo, ein bisschen kann ich es auch verstehen, aber so DBD ist halt eines der wenigen Spiele, wo man sein Field of View nicht selber einstellen kann, ne? Ich ziehe sie mal da weg. Das war's mit Publikumskontrolle. Jetzt weiß ich aber wenigstens, dass da jemand in der Nähe ist. Dann würde ich sagen, gehe ich auch nochmal wieder zurück. Ja. Und verliert er sein Kit hier unten drin? Das finde ich schon mal schön. Nehme ich. Keine Palette. Zwar kein Hit. Frech. Ich hätte ihn mir gegeben. Sag's, wie es ist. Muss einmal kurz, weil die sind alle hier um mich rum. Einmal kurz ein bisschen aufräumen. Ich hänge ihn schnell auf. Weil wahrscheinlich haben sie die andere jetzt sowieso schon wieder hochgesammelt in der Zwischenzeit. Ja, die steht schon. Schwein gehabt. Gut gemacht.
Die waren alle, ich hab die alle gehört, ey. Ziehen wir das zurück. Ah, nice. Zwei Leute jetzt immerhin. Den Schrei von Jake wird's auch über 100 Meilen erkennen. Der war auch echt laut gerade. Ich würde sagen, wir versuchen auch direkt wieder ranzugehen. Dass die jetzt nicht noch hochheilen können oder so, sondern dass wir da direkt den nächsten... Ah, die konnten hochheilen. Dann müssten die aber... Okay, da wurde auch gerettet. Ich wollte gerade sagen, dann müssten die entweder zu zweit hier sein. Oder... Jemand müsste Dingens dabei haben. Lächerlich, ehrlich. Ah, hier kann man jetzt auch rein. War mir irgendwie noch gar nicht so bewusst. Er hat sie auch noch eine Palette, aber hat's verkackt zum Glück. Würde ich sie jetzt noch mal in den Keller packen, glaube ich. Es war ein kleiner Weg, aber es könnte sich auszahlen. Hoffe ich jedenfalls. Ihr Medikit liegt da noch. Stand da gerade einer? Nee. Dachte ich für einen Moment. Ausnahmsweise mein Gegner, der hängen geblieben ist, ja. Sonst ist immer nur der Streamer hängen geblieben. Auch in-game. Wo zum Teufel ging der Schuss denn hin? Das war doch direkt wieder abgehangen, Alter. Crazy. Echt schnell. Hinten jammert auch jemand. Oh, das ist sie. Das ist geil. Ist sie nicht tot? Bin mir nicht sicher. Kein Problem. Wir haben doch da hinten noch einen. Nehmen wir den, Jake. Miau. Leider nicht. Auch erst der zweite. Leander, 24 Monate. 2 Jahre schon, ey. Moin, vielen, vielen Dank. So, den haben sie jetzt fertig gekriegt. Hat aber gut gedauert. Hier ist Jake. Nice. Und ihn haben wir einfach gebodyblockt. Wupp, wupp. Der Haken. Der hier vorne, der... Sieht doch gut aus, als ob der schmecken könnte. Er ist auch dead on hook. Meine Güte, das ist halt schon wieder diese Sache, ne? Alle Leute sind gleich dead on hook, ey. Und wir haben aber noch niemanden gekillt. Und es ist nur noch ein Gen. Ja, scheiß drauf. Ich muss jetzt eigentlich mir die andere snibbeln, ne? Warte mal. Da vorne wird der Gen fertig gemacht. Dann kommt jetzt jemand zum Jake. Da links auf der Außenbahn. Ah, hier ist ein Boon. Gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Okay, wir holen uns den Jake jetzt. Ah, vielleicht hole ich mir sie auch noch kurz vorher. Okay, der Jake rennt da vorne. Ich hänge sie jetzt schnell auf und dann gehe ich direkt für Jake. Ich hoffe, dass ich ihn höre. So weit gerannt. Da rennt er. Okay. Versuche ich mir den Weg abzuschneiden. Da ist auch nix. Okay, nice. Erste Person ist dann RIP. Boah, es wird aber mit den Gens. Uff.
Ich sehe das ja noch nicht, ne? Die andere wurde jetzt gerettet. Ich glaube, ich muss jetzt einmal auch für die Generatoren gehen. Sonst gucken wir gleich blöde. Der ist nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Okay, gut zu wissen. Ich verstehe das halt nicht. Ich meine, ich ziehe genau auf die Dingens. Wie kann es denn sein, dass das nie trifft? Also, keine Ahnung. Wie kann man so wack sein? Muss ich mir alles nochmal in der Slow-Mo angucken. Nice. Nehme ich. Ich gehe auch auf sie, weil sie bisher, glaube ich, immer relativ schwach war in den Verfolgungsjagden. Oh, und da ist die letzte Person. Yes. Ich würde sie rausziehen. Und dann direkt, den Schlag machen. So, falls noch jemand mit Toolbox ist, habe ich 2 zur Auswahl. -1, Leute. Alle sind dead on hook jetzt, nämlich. Okay, schönes Ding. Mein Ding ist zu kurz. Hallo? Es reicht doch, wenn Leni das sagt. Ich habe gerade eine Mac gehört. Mist, ich dachte, ich hätte irgendwie gehört, dass eine Mac irgendwo durchgegangen ist. Na gut. Wir wollen mal nicht so sein. Aber die Runde läuft besser als erwartet. Wenn ich mir so unseren Randomizer anschaue. Hier war niemand. Die letzten 3 Generatoren stehen schön für mich. Ich glaube, einen müssten wir noch kriegen. Aktuell sehe ich das auch nicht, dass sie alle rauskommen. Also, alle eh nicht, aber dass die letzten beiden noch rauskommen. Trauen sich auch nicht zu arbeiten. Patrouille jetzt mal einen Moment, die Gens. Jetzt muss ich mich gleich mal auf die Suche begeben, aber... Wir müssen ja Generatoren machen, ne? Ist hier jemand? Hat sich das Medikit gesnibbelt? Ne, doch nicht. Hat ein eigenes. Und da liegt's schon wieder. Sie hat aufgegeben. Bin ich gut. Dann bringe ich dich hier vorne. Ne, der ist nicht da. Eigentlich will ich sie nicht in den Keller bringen, weil dann komme ich nicht so schnell zur Luke, ne? Naja. Die haben Angst gehabt. Wer kann's ihnen verübeln? So, jetzt Luke. Ah. Doch keine so kurze Runde, hä? Mit der Map und so, ne? Mit den 3 Toolboxen. Die Sterne standen auf jeden Fall anders als erwartet. Ne, anders. Also es lief anders als erwartet. Die Sterne standen. Ihr wisst, was ich meine. Meine Güte. Das könnte sie sogar schaffen, Leute, weil da einfach direkt die Dingens vorstehen. Stehen einfach die scheiß Dinger vor. Jetzt müsste sie, ja, das ist easy life, easy game, die ist raus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie da links hab rennen sehen. Shit! Ja, wieder zurück. Ich sag's dir, wenn das jetzt hier gleich fast offen ist, dann... Ja. Schön, dass wir darüber gesprochen haben, Mac.
Oh Gott. Oh Gott, wird das knapp. Oh, hey. Ich war mir ja sicher, dass ich sie da gesehen habe, ne, aber... Lieber nochmal zurückgehen, man weiß ja nicht. Boah, es war aber echt knapp. Erstmal einen Schluck trinken. Swear die Runde, ey. Schönes Ding. Ja, der gute alte Todesbode. Auch schon wieder ein bisschen was länger nicht gesehen. Aber es sieht schon geil aus, dieses Bionic-mäßige. Aber ich dachte, der müsste jetzt einfach wieder komplett in Form sein. Mit diesem... Der ist ja jetzt quasi biologisch geupgradet worden. Also mechanisch. Viermal schillernd. Geil. Eieiei, was eine wilde Runde, Leute. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Falls dem so ist, dann freue ich mich natürlich wie immer über Kommentare, über ein Like. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, haut rein!